Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend oder auch einfach nur Hallo. Ich bin der Desi und wir gehen heute weiter mit unserem Anno 1800 Let's Play. Das ist die Folge Nummer 7 und wir sind, wie gesagt, beim letzten Mal schon ein bisschen stehen geblieben, dass wir am Cup angehalten haben. Und wir haben festgestellt, dass natürlich ab dem Punkt Handwerker super viel Action in Anno 1800 passiert. Es werden Bedürfnisse freigeschaltet, es werden neue Regionen freigeschaltet, wo wir hinfahren dürfen, wo wir gerade auch schon auf dem Weg sind, nämlich ins Land der Löwen. Und es ist einfach sehr, sehr viel zu tun. Es werden Aufgaben in einzelnen Regionen freigeschaltet, wir haben Aufgaben in den, generell, die wir noch erfüllen müssen. Und ja, also es wird viel zu tun sein und jetzt fängt, eigentlich ist man so an einem Punkt, jetzt fängt Anno 1800 erst richtig an. Und deswegen wollen wir natürlich auch direkt keine Zeit verlieren und direkt weiter reingehen in das Anno 1800 Game. Wir haben auch schon Glas, die Hütten haben wir auch schon stehen. Wir dürfen jetzt uns so nach um das Glas kümmern. Und wir haben schon das ein oder andere Item, haben wir auch schon. Wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir das wegmachen, mehrere Steine, weil Steine haben auch einfach den Vorteil, dass wir schneller abbauen. Also nicht schneller abbauen, aber der Transportweg ist einfach deutlich fixer. So, das haben wir auch alles stehen. Da passt das auch alles super rein. Hier ist was kaputt gegangen, das bauen wir natürlich auch wieder schnell auf. Hier ist was kaputt gegangen, das bauen wir schnell wieder auf. Ein Rathaus, dafür fehlt uns der Stahl. Und ja, das ist auf jeden Fall das oberste Ziel. Sollte jetzt sein. Wie der Tod. Ja. Auf Investoren zu kommen. Also nach und nach. Also Ingenieure und damit dann auch später auf Investoren. Das sollte erstmal unser Ziel sein. Um einfach auch an Einfluss ranzukommen. Damit wir natürlich auch den gesteigerten Bedürfnissen auch gerecht werden können. Gerade in Form von. So, da ist Straße dazwischen. Gerade in Form von Produktionsgebäuden. Das wird auf jeden Fall noch so ein bisschen das Ziel sein. Allgemein so ein bisschen das Ziel. So, Konserven, dafür brauchen wir mehr Stahl und Steine. Das werden wir hier nach und nach jetzt uns genehmigen. Das wird auf jeden Fall gebaut. Das stimmt auch. So, heißt dreifache Geschwindigkeit. Mal eben schnell ab, zurück in die alte Welt. So, das heißt für uns, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Items. Du folgst dem und du darfst hier zum Dings fahren. So, wir haben uns auch noch um zwei weitere Inseln gekümmert, nämlich die hier. Hier haben wir Salpeter. Das brauchen wir später für die Geschütze. Aber auch Hopfen und auch ein bisschen Weizen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das spielt. Ihr könnt das ganz gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr Anno 1800 spielt. Baut ihr das alles so ein bisschen autark auf? Baut ihr jetzt zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir bauen jetzt hier nur mal. Wir machen mal hier vielleicht nur eine Insel mit Weizen und verteilen das dann überall. Oder habt ihr eure Industrie dort aufgebaut, wo ihr gerade auch eure Stadt aufbaut? Oder wie spielt ihr Anno 1800? Das würde mich mal einfach interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich werde mir das dann beim nächsten Mal mit anschauen. Lehmvorkommen. Haben wir auch einige. Man könnte sich nämlich überlegen, ob wir sagen, wir kümmern uns hier zum Beispiel nur um Kartoffeln. Nee, du lässt dich nicht so lange. Das machen wir mal. Wir machen auch mal so eine Insel. Einfach nur mal mit Produktion. Das ist ja auch total unterschiedlich. Manche machen das so. Ich fand das früher irgendwie auch klasse. Eine Insel, wo wir nur uns um Produktion kümmern. Das heißt, wir werden. Muss ich das leider mal im Schnell wegmachen. Das machen wir dahin. Wir werden uns sehr wahrscheinlich mit einem Rathaus mal hier in diese Ecke setzen. Hier werden wir dann unsere Häuser drumherum bauen. Insofern das natürlich alles möglich ist. Ah, das passt sogar noch. Das heißt, der geht hier runter. Geht der dahin. Und der darf nur hier hin.
Der reicht aber nicht bis da. Der kann weg, der kann weg. So, dann ist es wahrscheinlich noch sinnvoller, dass wir den dann so bauen. Und wahrscheinlich so. Kann der weg? Der wahrscheinlich auch. So, dann lassen wir den mal da lang. Da lang. Ja, das passt leider nicht immer so hundertprozentig bei allen Sachen, genau. Ist aber auch nicht so weit tragisch. Wie weit geht der noch? Ne, da nicht mehr. Muss er das mal eben schnell wegmachen. Sonst können wir hier nicht arbeiten. So, und dann gehen wir den noch hoch. Hier passt leider keiner mehr hin, da auch nicht. So, und der bleibt, glaube ich, da. So, der kann weg, der kann weg. Hier passt auch noch einer. So, dann kann der auch noch raus. So, das soll ja auch nur eine kurze Demonstration sein. Und zwar ist das Ganze dafür gedacht, dass wir, wenn wir hier nur Industrie haben, werden wir wahrscheinlich ein paar Arbeitskräfte benötigen. Vom Stapel gelaufen. Auf der anderen Seite können wir auch mal probieren, dass wir vielleicht so eine kleine Challenge, dass wir versuchen, alles Mögliche an Items zu verwenden, die hier uns Arbeitskraftreduktion erlauben. Eine gewisse Art von Arbeitskraft haben wir ja schon auch geschenkt gekriegt. Ihr seht das schon, wir sind ja schon mittlerweile bei 100, nicht mehr bei 50. So, dann machen wir das einfach mal runter. Fertig. Und dann geht's hier lang und dann werden wir hier uns um den hier kümmern. Hier oben kann der hin, dann wird es ein Wirtshaus geben, was wir hier hinstellen. Eine Feuerwehr, die hier Platz findet und auf jeden Fall hier Platz findet. Ich glaube, ein Wirtshaus muss leider auch noch hier hingebaut werden. Wenn wir den schräg stellen, dann können wir den auch hier hinbauen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ah ja, im Cup eine Siedlung, so. Wobei, ich bin der Meinung. Die Waffenruhe wurde beendet. So, Waffenruhe beendet, das werden wir tun. Wir werden das. Dachtest du, du hättest. Du findest, das war ein Sturm? Das war. Genau, und da werden wir jetzt gleich mal ein bisschen einen Friedensvertrag machen. Dann sind wir da schon mal auf Nummer sicher. Dann kommt der da rein und der kommt da rein. So, dann haben wir die Insel nämlich quasi so ein bisschen vorbereitet. Dann werden wir hingehen. Und zwar, wir nehmen jetzt dieses Schiff und werden von hier nach da bringen wir unsere Grundsachen. Nämlich einmal Fisch, einmal Kleidung und einmal Schnaps. So, das Ganze nennen wir, wie nennen wir das denn? Das wäre mal Produktion, das nennen wir Produktion. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit Inselwork 1 nennen wir das mal. So, dann machen wir mal eine neue Gruppe, die erstellen wir auch direkt. Und zwar wird das hier generell umbenennen, Produktions. Insel 1. So, das ist ja die Route, das passt auch. Und das lübt. So, dann schicken wir dich mich los. Du bist zwar jetzt nicht der Schnellste, du hast auch keine Items drin, aber das wird sich ja später im Laufe des Spielens natürlich auch noch verändern. Wir werden weiter Kriegsschiffe bauen müssen. Wir werden weiter Kriegsschiffe bauen müssen. So, die haben jetzt wieder was bekommen. Das passt auch ganz gut. Ah ja, Angriffsgeschwindigkeit 7%. Das kann man später hier beim Einfluss noch sehen. Wenn ihr dann hier bei der Übersicht kriegt ihr verschiedene Boni, wenn ihr verschiedene Sachen erreicht. Unter anderem brauchen wir dafür Kulturinvestitionen, also Einfluss in Kultur investiert, dann kriegen wir hier später einen Bonus.
Also mehr Attraktivität unter anderem. Wenn wir Handel betreiben, dann kriegen wir auch noch Bewegungsgeschwindigkeit. Das wird alles noch ein bisschen sich erhöhen. Propaganda bedeutet Effekt der Zeitung. Wobei der sollte doch eigentlich schon erledigt sein. Ach nee, hä? Propaganda? Hatte ich dann nicht den Propaganda-Effekt schon? Effekt der Zeitung? Bin ich mir jetzt aber nicht zu 100%ig sicher. Aber das ist natürlich, Expansion ist natürlich eines der wichtigsten Sachen, dadurch dann, also durch die Expansion, durch mehr Inseln bekommt ihr, habt ihr später auch die Möglichkeit, dass ihr mehr Möglichkeiten habt, an Arbeitskräften zu kommen. Aktuell haben wir 100 Arbeitskräfte geschenkt, das heißt, wenn wir die Expedition erweitern auf noch ein paar Inseln, dann bekommen wir hier nochmal, also mehr Einfluss investieren, also ihr müsst 300 Einfluss investieren, um das Maximum an 200 geschenkten Arbeitskräften pro Insel zu bekommen oder zu erhalten. Das heißt, ihr müsst natürlich noch ein bisschen was bauen. So, hier können wir uns hier später, also hier kommen, also hier machen wir auch später auf jeden Fall unsere komplette, also Fischproduktion, falls wir noch Fisch haben werden. Der ganze Kram kommt hier hin. So, dann können wir dich nochmal zurückbauen. Also hier werden wir unseren ganzen Fisch herstellen. Das heißt, es wird eine Insel ohne Fisch. Keine direkte Fischproduktion mehr geben. Dich passen wir nicht dahin. Dann müssen wir dich leider hier dran bauen. Dann müssen wir dich drehen. Dann können wir da lassen. So, dann passt das auf jeden Fall hier. Wir werden da noch eine Polizei einsetzen. Solange wir noch ein bisschen Materialien am Kap sparen. Und wahrscheinlich direkt noch eine Feuerwehr. Und hier passt auch noch eine hin. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So, dann haben wir hier Hopfen. Hopfen, 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 Hopfen. Wir werden das so machen. Wir bauen... Aber wir nehmen auch alles andere mit. So, das heißt, wir fangen hier an. Sie haben an Einfluss gewonnen. Den nehmen wir da mit. Vielleicht bauen wir dich aber eher hier hin. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir das am besten lösen. Wie weit geht das? Bis da. Dann bauen wir hier hoch. Und was wir später auch machen, wobei die Insel kann man auch super für ganz andere Sachen verwenden. Wenn wir später hier die das alles verändern können. Wenn wir im Land der Löwen waren, wenn wir ein Forschungsinstitut haben, dann können wir auch die Fruchtbarkeiten hier verändern. Das ist nämlich auch ziemlich cool. Also hier die Fruchtbarkeiten, das sind ja die Minen, die können wir auch ändern. Leben ist Leben, das können wir nur verschieben. Aber die Fruchtbarkeiten können wir hier auch verändern. So, wenn der ganze Spaß da ist, dann kümmern wir uns mal um Hopfen. Hopfen, Hopfen, Hopfen. Also, wir brauchen für Hopfen... Gibt es für Hopfen ein Item, um die Bedürfnisse oder zu reduzieren? Hopfen. Plantage. Gibt es dafür irgendein Item, um die... später zu reduzieren? Was haben wir denn hier? Der Alexander. Der bringt uns aber auch nur mehr Module und Produktivität. Also der Ferras bringt uns natürlich was, der Bekunen bringt uns was, dann die extrem laute Glocke, 50% weniger und hier, also, ja okay, also eigentlich wäre das schon, eigentlich bräuchten wir die laute Glocke, dann die Sämaschine und den Ferras, also das wäre schon so ein Ding. Aber die kriegt man nicht einfach so, die muss man, nämlich entweder bekommt man die, ja, auf einer Expedition, über eine Aufgabe, übers Monument können wir die dann später bekommen, Militärbelohnung oder übers Forschungsinstitut. Und die laute Glocke, ja, die müssen wir auch uns erforschen. Deswegen ist eigentlich das das Land der Löwen so wichtig. Naja, du bringst deine ersten Sachen. Perfekt. Wir brauchen auch Holz, ne? Ja, wir werden auch Holz brauchen. So, dich werden wir auch brauchen. Wenn wir die Grundsachen haben. Machen wir dich mal dahin. Ja,
Aber wir werden auch hier mit dem Traktoren später arbeiten müssen. Aber dafür brauchen wir erst Öl. Das heißt, sonst machen wir erst Sinn, wenn wir da Öl haben. Das macht wirklich erst mehr Sinn. Ich schwanke noch zwischen nichts haben und nichts vermissen. Nichts haben, nichts vermissen? Okay, alles klar. So, dann bauen wir dich noch. So, dann haben wir noch einen genau über. So, den holen wir uns natürlich hierher. Beziehungsweise da noch. So, dann dürfen wir die Handwerker. Ja, perfekt. Dann haben wir das freigeschaltet. Jetzt muss ich mal schnell checken. Brauchen die noch die Kirche? Ne, die brauchen die gerade nicht. Das heißt, die Kirche wäre dann wir woanders einsetzen. Tja, setzen wir jetzt die Kirche hin. Setzen wir die erstmal da hin. Und dann werden wir hier ein... So, mach mal weg. Und hier kommt eine Uni hin. Das passt. Eieiei. Also die passt dann nicht ganz. Wenn wir den dann rüberrücken, mit Sicherheit. Nehmen wir den nochmal mit. Kriegen wir den noch? Ne. Also den. Passt. Handwerker. Alles fertig. So, die sind alles fertig. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen warten. Und dann dürfen wir uns... Ja, da ist es doch schon. Ingenieure! Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Zack. Da sind sie. Meine ersten Ingenieure. Und dann sind sie auch. Ah, ja. So, alles umbauen, los geht's. Wir wurden einander noch nicht vorgestellt, oder? Und da sind sie auch schon. Ich bin eine Touristin. Urlauberin, genauer gesagt. Und ich möchte meinen Urlaub hier verbringen. Okay, fortsetzen. Wie schön Sie es hier haben. Es könnte ein begehrtes Reiseziel für Leute wie mich werden. Ein begehrtes Reiseziel? Zuerst sollten Sie Ihren Besucherhafen ausbauen. Das werden wir tun. Er ist etwas zu trist, um Touristen anzulocken. Das werden wir tun. Ja, und da... ist Lady Jane Faithful und mein Gatte Sir John ist mit seiner Expedition verschollen. Okay, perfekt. Zwei Jahre lang hat die Admiralität nahezu nichts zu seiner Rettung unternommen. Aber zum Glück habe ich das. Ich habe Männer und Ressourcen versammelt, um das Eis zu besiegen. Und ich biete ihnen eine stattliche Belohnung, wenn sie ihn nach Hause bringen. Eine stattliche Belohnung, ja. Erstmal sperren wir die Bedürfnisse. Lady Faithful hat mich eingestellt, um praktische Tipps zu geben. Es wird saukalt da oben. Ja, also, nächste Stufe ist erreicht. Wenn ich ehrlich bin, ab jetzt fängt es natürlich an. Also ich habe in meinen ersten Arno-Stunden, muss man ja mal sagen, habe ich damit angefangen, dass ich... Ja, sagen muss, dass ich jetzt so nach und nach bei den, also ab den Handwerkern fängt es an, dass das Spiel ein bisschen interessanter wird oder fängt so ein bisschen so das richtige Anno jetzt an. Vom Stapel gelaufen. Und ich muss sagen, jetzt wo wir bei den Ingenieuren sind, wo wir uns natürlich dann auch ganz andere Sachen bereitstellen können und deswegen dürfen wir jetzt nämlich auch schon uns hier nochmal hier rüber lunkern. Ein neues Zwischenziel erreicht. Das ist schon... Ich muss das nochmal neu bauen. Und zwar, das ist schon mal eine ganz andere Geschichte. Wobei, müssen wir kurz gucken, da macht das nicht so viel. Da. Also, wir haben ab Ingenieuren fängt das auch richtig spannend an. Und zwar müssen wir uns mit Tom kümmern. Wir müssen uns um Elektrizität kümmern. Wir müssen uns um Brillen kümmern. Wir dürfen ab jetzt Geschütze bauen. Wir dürfen ab jetzt eine Dampfschiffwerft bauen. Das heißt, das ist das Nächste, was wir brauchen. Also, dass wir dann große Schiffe bauen dürfen. Wir müssen uns um Benzin kümmern, wir müssen uns um Dampfmaschinen, um Hochräder kümmern und ab jetzt fängt das Spiel richtig interessant zu werden und das nächste wird, ploppt natürlich auch direkt auf und zwar haben wir eine generelle Bevölkerung von über, also ab 500 Ingenieuren hast du ja auch noch so, dass du hier dann dein ganzer Tourismus Spaß anfängt und ab jetzt ist halt
so ein Punkt, wo man sagen muss, dass mit Sicherheit der eine oder andere überfordert ist. Und da setzen wir, versuchen wir jetzt auch mal ein bisschen anzusetzen, dass wir alles so ein bisschen Stück für Stück machen. Dass wir uns jetzt erstmal um natürlich die Versorgung vom Cup so nach und nach kümmern. Wir haben jetzt ein bisschen Stahl gesammelt, ein bisschen Fenster. Aber damit wir die natürlich versorgen können, brauchen wir auf jeden Fall noch das ein oder andere Item. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spaßiger, sehr, sehr spaßiger Auftakt. Ein bisschen Geld haben wir auch noch. Müssen mal gucken, ob wir nochmal die Schauspielerin schnell finden. Verkaufsberaterin nicht. Nee. Die ist mir aber zu teuer. Ich brauche erstmal nur meine praktische. Ich bin das Werkzeug, das Gottes Urteil vollstreckt. Magnetika. Den brauchen wir später. Da kriegen wir so nochmal Perlen raus. Ja, ab jetzt fängt es auch an, richtig teuer zu werden. Lassen wir nochmal. Was verkaufen wir denn hier an Seife? Erst du, dann. Rote, mal im Schauen. Wo ist das Schiff denn? Da ist es so. Wir kriegen gerade mal 60 Seife hin. Also müssen wir noch mehr Seife produzieren. Eigentlich müssen wir noch mehr Seife produzieren. Sehen Sie? Ich fertige gerade einige Schnitzereien an. Die gesamte königliche Familie im Stile eines sommerlichen Ausritts. Ein Geschenk. Ja, so sieht's aus. Und ab jetzt dürfen wir nämlich auch Traktoren bauen, deswegen habe ich eigentlich darauf gehofft, dass ich das schon jetzt machen kann. Hopfen, 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 das brauchen wir für Bier. So, und dafür fehlt mir jetzt Holz. Aber wir müssen auch gucken, wie kriegen wir denn das Öl hier hin? Das heißt, wir bräuchten dafür ein Ölhafen. In dem Fall würde das hier hinpassen. Hier haben wir 6 Öl. Also hier müssten wir eigentlich schon ein bisschen Öl mitnehmen. Oh Gott, ey. Du passt aber auch nirgendwo hin, ne? So richtig. So, du passt da hin. Dann schieben wir dich mal da hin. So, einen Besucherhafen haben wir auch. Der bringt uns dann auch ein bisschen Geld später. Den Ölhafen haben wir auch. Wo sind denn meine Ölflecken? Die sind alle hier oben. Können wir da überhaupt noch hin? Ja, aber da kommt nicht der Ölhafen nicht mehr dahin. Sinnigerweise kommt der denn hier hin. Da lassen wir dich dann erstmal stehen. Und dafür braucht man ja auch Ölfrachter und all so einen Spaß. Warum kann ich das nicht bauen? Achso, weil ich kein Holz habe. Haben wir noch ein Schiff? Über, ja. Mal eben schnell hier auf 3 Verschwindigkeit machen. Wir brauchen auf jeden Fall mal eben fix Holz. Danke. Nee, Aufgaben sind gerade nicht so meins. So, jetzt laufen die Sachen. Die laufen, glaube ich, perfekt. Aber es fehlt an Holz. So, setzen wir dich da mal dahin. Ich hoffe, das geht dann relativ fix. Dann dürfen wir das einmal dicht machen. So. Oh, hab ich falsch gebaut. Mehr als bereit. Mehr als bereit. So, mich interessiert mal eben. Achso, der muss gebaut werden. Mich interessiert mal eben. Ah, da. Dürfen wir machen. Alles klar. So, dann checken wir mal eben kurz F. So, also, was natürlich jetzt ein weiterer riesiger Vorteil ist, sind nämlich die Traktoren. Jetzt müssen wir mal eben checken, wo wir uns in Zukunft mit dem Ölhafen
hinstellen. Ich würde sagen, dass in späterer Zukunft der Ölhafen erstmal hier oben hinkommt. Ach, habe ich schon eingesetzt? Achso, warte. Oder da. Ja, der kann auch hier bleiben. Dann lassen wir den Ölhafen da. Und für den Ölhafen brauchen wir auf jeden Fall einen Tankhof. Der sich erstmal hier bauen darf. Also wir brauchen für den Ölhafen an sich natürlich selber keinen Tankhof. Aber es ist so gesehen, dass ihr für eure Traktoren, dass wir dafür Sprit brauchen. So, und das wird jetzt mal noch ein bisschen spaßig werden. Was brauche ich dafür? Dampfmaschinen, ja, Dampfmaschinen. Das können wir alles auch noch gar nicht bauen. Dann ist das aber leider zu viel, weil er sie nicht gebaut hat. Ja. Es ist ein Teufelskreis. Es ist ein Teufelskreis in Anno. Haben wir denn hier? Ja, haben wir. Kupfer. Mine bauen. Es ist ein totaler Teufelskreis. So, was fehlt mir dafür? Beton. Haben wir Zement hier? Ne. Haben wir hinten Zement? Ja, da haben wir Zement. Also geht's ab wieder zurück. Hier, dann kümmern wir uns hier darum. Da sind keine Minen mehr. Zement haben wir auf jeden Fall irgendwo. Hier ist noch Eisen. Ich denke, hier oben werden wir irgendwo... Da ist Zement, Zink. Hier haben wir nämlich einfach alles drauf. Und deshalb muss man einfach sagen, ist das Kap einfach die Insel, womit ihr starten solltet später. Also deswegen versuche ich mich natürlich auch so schnell wie möglich ans Kap zu begeben. Einfach, weil ihr hier tausende Möglichkeiten habt. Wir haben ja hier Eisen, hier ist nochmal Eisen. Hier haben wir Kupfer, hier ist Zink. Dann haben wir den ganzen Spaß hier oben auch. Kupfer und Zink. Wir brauchen aber allererstes mal Zement. Das heißt, wir müssen noch eine Zementmine bauen. Das heißt, wir setzen das Ding dahin. Und kümmern jetzt uns um... Definitiv um Zement. So, und dafür brauchen wir unter anderem auch Kohle. Was haben wir hier? Steinkohle. Das heißt, wir müssen die natürlich auch wieder bauen. Einmal hier, einmal da. Damit das ausreicht. Und... Außerdem brauchen wir das, 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 das und das. Es ist, wie man so schön sagt, einfach ein Teufelskreis. So, Kostümbildnerin, die bauen wir jetzt auch. Beziehungsweise die dürfen wir gleich auch reinschmeißen. Habe ich den da hingesetzt? Ja. Und zwar haben wir bei den Handwerkern ja die... Pelzmäntel. Einmal V drücken. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, dann gibt es hier oben. So, kommt er. Ah, der kann das da abholen. Na, wobei, wir wollten den vorhin schon nicht da hinsetzen. Dann bräuchte ich erstmal hier neben. Auch wenn man das eigentlich gar nicht so macht. Egal, dann bräuchte ich einfach daneben. So, dann kommst du dahin. Dann brauchen wir für die Pelzmäntel, brauchen wir... Also erstmal brauchen wir die Handelskammer, danke. Dann brauchen wir hier die Kostümbildnerin. Dann brauchen wir das hier, was wir pausieren dürfen. Weil wir dafür noch kein... Zeug haben, weil die braucht nämlich jetzt... Ah doch, ne, wir haben keine Felle. So, ab dann fängt nämlich die Speicherstadt dann auch wieder interessant zu werden. Export, Import, wir müssen... Können wir Felle importieren? Dafür müssen wir erstmal Bretter handeln. So, dann werden wir... Dann tauschen wir einfach Bretter... Dann ist das so. Tauschen wir Bretter gegen Kleidung. So. Bretter gegen Kleidung. Dann werden wir auf jeden Fall uns noch um Rindfleisch kümmern.
So, jetzt mal noch Modul hin. Ein Exportbüro. Was hier hinkommt, da hinkommt. So, wenn das fertig ist. Flotte erwartet Befehle. Dann gehen wir damit weiter. So, aber weiter. Es wäre klug anzunehmen. Bitte die Materialien an, die zum Errichten einer Ausmaß benötigen. Jupp. Tun wir doch. Ach ja, wir müssen noch was bauen. Und zwar das hier. Dafür brauchen wir 40 Stahl. Was hat die Königin uns angeboten? Rettung kann weg, Piratenjacke, das kann auch weg. Auf zur Nordwestpassage. Ja, und ab jetzt, wie gesagt, es gibt ja in Anno einige Regionen. Sind ja jetzt gerade am Kap, dann gibt es ja noch die Neue Welt und dann sind wir auch noch in der an der Arktis, die gibt es natürlich auch noch. Und ich glaube, bis das so weit ist, dass wir sagen können, wir haben das Megawatt, das dauert noch sehr, sehr lange. Also es gibt einfach noch viel zu tun hier in Anno. Und das ist ja auch das Schöne und auf der anderen Seite auch diese Langzeitmotivation. Dann guck mal, Steine haben wir noch. So, dann gehen wir dahin. So, was ist denn jetzt hier damit? Okay, es fehlt Stahl. Oh, jetzt habe ich was vergessen. Den hier. So. Den haben wir vergessen. Hier ist auch noch. Da haben wir auch noch was vergessen. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen nachholen. So, gerade wenn wir nachher uns um diese Tatsache kümmern. Weil wenn wir das nämlich nicht mehr brauchen. Du kannst dann erstmal dahin gesetzt werden. Wie gesagt, du kannst hier hin, du kannst dahin. So, wenn wir uns später darum kümmern, dass wir hier Strom benötigen. Wisst ihr Bescheid. So, das muss schon eigentlich schon fast hier hingebaut werden, damit die fast alle mit Strom versorgt werden. Und das gleiche wird es dann auch irgendwann hier sein. Beziehungsweise hier. Und man sieht ja auch den Unterschied. Also wenn wir jetzt hier das natürlich in die Mitte stellen, dann ist alles mit Strom versorgt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn hier natürlich alles mit Steinstraßen ist, dann ist das später dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Und Strom heißt wiederum natürlich auch, wir werden einen Ölhafen benötigen, den wir wahrscheinlich glücklicherweise einfach mal hier hinstellen, um uns dann auch auf jeden Fall um die Ölflecken hier zu kümmern. Einmal, zweimal. Haben wir noch mehr gehabt? Ne, wir haben hier nur 5, am Kap leider nur 5. Also 1, 2, 3. 1, 2. So, wir werden jetzt auch viel mehr Stahl benötigen. Beton läuft jetzt auch so langsam. Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Ein Helm, sehr gut. So, dann kümmern wir uns um Zink. Für Zink brauchen wir später Beton. Das läuft jetzt so langsam. War hier nicht noch eine Zementmine? Da. So, dann schmeißen wir die auch nochmal rein. Die schmeißen wir jetzt auch nochmal rein. So, dann gibt es hier nochmal den. Und zack, haben wir das auch gesetzt. So, wir sind bei Zement angekommen. Zink und sowas können wir noch nicht bauen. Die ersten Ingenieure sind auch schon da. Freut mich auch uns tierisch. Also das dürfen wir noch nicht hochziehen. Und wir müssen uns auf jeden Fall weiter um Stahl kümmern. Und vielleicht auch mal ein bisschen was verkaufen. Aber das machen wir beim Handeln schon. Da haben wir... Das dauert alles ein wenig. So, wir gehen mal schnell zurück und schauen nochmal im Fix hier auf unsere Hauptinsel. Da dürfen wir leider nichts bauen, wir haben zu wenig Kanonen. Was fehlt denn hier der... Vom Lager geht nicht mal mehr zu. So, dann machen wir was anderes. Du verteilst nach hier, nach da und nach da. Stopp einmal zurück. So, wir haben ja hier genügend Rohstoffe. Also du verteilst von dort und nach da. Überall erstmal... Stopp. Steine.
Verteil mal bitte Steine, 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 Steine. Mach überall voll. Wie haben wir denn? Ach, du kannst eh nur drei machen. Das heißt, du fährst eins, zwei. Vielleicht ist das Schiff einfach auf jeden Fall nicht geeignet. Alles bereit. Dann nehmen wir mal im schnellen Clipper. So. Danke. So. Du fährst von da, nach da, nach da, nach da. Jetzt haben wir es richtig. Also Stein, 1, 2. Ne, dich nicht. 3 und 4. Das machen wir jetzt noch im Fix. So, ihr könnt auch was anderes machen. Wenn ihr das wegmacht, könnt ihr, wenn ihr die Shift-Taste drückt, also die Shift-Taste jetzt und dann alles link klickt, dann macht ihr alles automatisch. Das können wir auch machen. So, da gibt er es überall auf und dann sagen wir mal Steine. Das machen wir auch in einer neuen Gruppe. Neue Gruppe erstellen, nehmen die mit und sagen einfach, diese Gruppe nennen wir nämlich Baumaterialien. Baumaterial. Oder Baumaterial. So, dann haben wir jetzt eine Gruppe. Wichtig ist das wirklich auch alles vernünftig zu gruppieren. Das macht auf jeden Fall tierisch Sinn. Und das Schiff. Wo ist es denn? So, du nicht. Aber du fährst dem... mich mit. Gemeinsam triumphieren wir. Ja, sehe ich auch so. Immer alles gemeinsam. So, dann bauen wir das für mich auch auf. Dann haben wir hier eine kleine Insel, wo wir uns dann später um die andere Produktion kümmern. Das machen wir alles nach und nach. Ganz entspannt. Die Insel werden wir natürlich später irgendwann wieder abreißen. Hier brauchen wir eigentlich gerade nur die Situation, dass wir Dinge verkaufen können. Und dass wir Seife herstellen. So, den dürfen wir... Dann sehen wir mal, ob es die Reise wert war. Ne, nicht wert. Den dürfen wir noch nicht ausbauen. Also wir sind angekommen. Also, was ist gerade der Iststand? Wir haben Touristen, beziehungsweise wir können Touristen bauen. Wir sind quasi auf dem Weg ins Land der Löwen. Wir bereiten uns am Kap vor mit in Form von Baumaterialien und natürlich auch auf Ingenieure, damit wir ab hier dann irgendwann mit den Investoren und mehr Einfluss ein bisschen was tun können, ein bisschen starten können, damit wir die nächsten Inseln hier erobern können und mal gucken können, was wir alles hier noch aufbauen können. Und es gibt hier einfach so viel Platz in Anno und so viel zu tun. Es gibt einfach so viel zu tun. Und wir sind beim Zement angekommen. Wir haben unsere ersten Ingenieure in der alten Welt gebaut und gesetzt. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Also, es wird so langsam. Es wird so langsam immer größer. Was haben wir denn an... Aktuell haben wir 13.000 Einwohner. Und ja, es wird auf jeden Fall stetig mehr. In diesem Sinne würde ich sagen, dann war es das erste auch mal schon wieder. Ich versuche eigentlich immer so eine halbe Stunde einzuhalten. Ich bin aktuell immer drüber. Immer so 5-6 Minuten drüber. Aber es ist halt so. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Abos hier auf YouTube und auch für die super vielen Likes und Kommentare. Wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt's rein. Ich versuche es, wie gesagt, zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Abend oder was auch immer oder auch Urlaub. Ich bin der Desi, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao, Leute.